Hi, this is Morten and you're listening to HR3 Pop Talk with Lydia. Auch bei dieser Begegnung gab es Silbertee. So nennt man heißes Wasser mit Zitrone. Oh, yeah, yeah. It's actually quite effective at times, you know, both for the stomach and... Für Morten ist der Silbertee sehr gut in zweierlei Hinsicht, für den Magen und er beruhigt irgendwie. In Mortens Leben gibt es auch sonst viel Wasser. Für das Video zum Song Brother war Morten 24 Stunden in einem See. Sein neues Album ist zum Teil in Brasilien entstanden, während es stark geregnet hat und das technische Equipment kaputt gegangen ist. Wegen Wasser. Somebody get that guy out of water soon. Yeah. Also, Morten hat ein neues Album gemacht. Es ist sein 6. Solo-Album. Und es ist ruhig, geheimnisvoll, zurückhaltend und nachdenklich. Seine Stimme ist immer noch so einzigartig. Morten schafft es, von ungewöhnlichen Tiefen in die atemberaubenden Höhen zu singen. Yeah, I did it in the early days with aha. Er sagt, er hat es früher mit aha viel öfter gemacht als heute. Jemand hat einmal gesagt, Mortens Stimme klingt wie die klare Polarluft. Und manchmal denkst du, Morten ist wirklich nicht von dieser Welt. Vor allem, wenn er sagt, Home is not this world. Mein Zuhause ist nicht auf dieser Welt. Und was ist mit aha? Der letzte Vorhang fiel 2010. The thing is, when I do things not relating to aha, egal wer von Ihnen, Max, Paul oder Morten, etwas macht, es wird aktiv auf der aha-Seite begleitet und sie unterstützen sich gegenseitig. Im November gibt es ein Fan-Wochenende in Oslo und Morten wird ein Konzert mit aha-Songs geben. Morten hat 5 Kinder. Eine Tochter heißt Domine. Sie ist 21. It's the only thing she wants to do as of today. And has been. Das Einzige, was Domine schon immer wollte, war singen. Sie muss aus eigener Kraft ihr Ziel erreichen. Sie muss verschiedene Jobs annehmen, weil sie Geld verdienen muss und sie muss ihre Erfahrungen sammeln, so wie jeder junge Mensch auch. Domine hat eine starke Stimme, aber sie nutzt sie nicht so, wie sie das tun könnte und sie muss noch viel arbeiten. Über die 10 Songs auf dem Album sagt er, they're all different perspectives of relationships situations. Sie schildern alle verschiedene Aspekte menschlicher Beziehungen. Es geht um Liebe, um den Umgang mit sich selbst, darum, dass man rein zufällig jemanden trifft, zu dem man sich sofort hingezogen fühlt, als würde man sich schon lange kennen. Die Umstände lassen es aber nicht zu, dass man Zeit miteinander verbringt, um sich kennenzulernen. Du kannst nicht das tun, was du normalerweise gerne tun würdest, und du opferst diese Beziehung. Und so müssen wir an dieser Stelle auch unser Gespräch beenden. Es gibt so viel zu sagen, aber jeder muss seinen Weg.